Ja, hallo meine Freunde. Ja, heute gibt es einen kleinen Vlog. Ja, und zwar, es hat sich etwas Neues getan. Und zwar, ich bin ja öfters im Internet unterwegs, sondern eigentlich wollte ich ja keinen Roller mehr. Aber jetzt habe ich einen ganz hübschen Roller gefunden. Und ich muss sagen, für 450 Euro konnte ich nicht Nein sagen. Und deshalb darf ich euch mein neues Projekt vorstellen? Zwar ein kleines Projekt, eigentlich nur ein Optikprojekt, oder auf jeden Fall wird hier kein Motor umgebaut. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Die Yamaha Aerox. Ja, ich bin damit jetzt schon nach Hause gefahren. Funktioniert alles einwandfrei. Das Einzige ist, momentan geht das Helmfach nicht auf, weil der Seilzug sich irgendwie verhakt hat. Er hat irgendwie die Verkleidung vor kurzem mal abgebaut und hat es dann irgendwie nicht mehr richtig zusammengekriegt mit diesem Seilzug. Also den Zug muss man mal machen. Und den Hinterreifen, da sollte mal ein neuer her. Aber ansonsten optisch. Das Schlimmste, was er hat, ist hier Kratzer. Kratzer. Dieser Aufkleber ist verkratzt und hier ist auch verkratzt. Er hat 11.000 Kilometer runter, aber ist für eine wassergekühlte Aerox noch in Ordnung. Also da geht noch einiges. Ja, optisch halt, er ist jetzt halt auch dreckig, wie der Teufel wohl. Es ist ein Yasuni-Auspuff drauf. Hier steht nur Yasuni Racing. Ich habe keine Ahnung, was für ein Yasuni. Ich habe keine Ahnung, ob der entdrosselt ist. Ich vermute es aber mal. Und muss ich hier sieht man ja die Wasserpumpe, wo sich allerdings die Anzeige befindet, also wo man überhaupt das Kühlwasser nachfüllt. Habe ich keine Ahnung, wo man das prüft, habe ich keine Ahnung. Generell habe ich nicht so viel Ahnung von diesem. Hier steht MBK noch drauf. Ja, ich weiß, dass dieser Roller ist das ist so eine Limited Edition der Aerox. Ja, schön, schön, schön. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? Der Vorgänger hat wohl die Varimatic. Er hat gesagt, das Einzige, was er gemacht hat, ist der Auspuff, der war vom Vorbesitzer schon und er hat halt eine Sportvarimatic reingemacht, hat er gesagt. Halt gekauft und eingebaut. Und das merkt man auch, die Variomatik ist nicht wirklich abgestimmt. Die Drehzahl hält sich nicht konstant und ist meiner Meinung nach die Gewichte wahrscheinlich zu schwer. Habe ich jetzt vom Fahren vermutet. Er zieht sehr gut. Er ist halt auch viel leichter wie die Jet Force. Und hinten dieser, wie nennt man den Rattenschwanz da, dieser Schnabel fehlt. Hat er nicht. Aber ansonsten ganz normal die Blinker, die gehen. Er hat vorne und hinten Brembo. Bremsen. Ich glaube, das ist diese besagte Valentino Rossi Edition oder sowas. Ja, auf dieser Seite. Die Verkleidung ist soweit in Ordnung. Habe ich überprüft. Es sind keine Halter abgebrochen oder irgendwelche Risse drin. Ist halt einfach verkratzt. Aber gut, er ist Baujahr 2009, genau das gleiche Baujahr wie die Jet Force. Ja, bei der sah die Verkleidung noch schlechter aus. Problem ist, diese Verkleidung kriegt man nicht so leicht. Das heißt, das wird ein Problem. Diese Aufkleber hier zu kriegen, wird das Problem. Oder generell. Eigentlich verkleidungstechnisch müsste man nur diese vordere Verkleidung austauschen. Dann wäre der Rest ist, ja, nur dieser Teil halt hier, das ist nicht so schön. Neue Reifen braucht er. Ja, die Bremsen ziehen super. Bremsbeläge vorne sind ja noch in Ordnung, aber sie haben schon Eingerbungen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Kilometerstand sieht man hier. Er hat keinen E-Choke, sondern einen manuellen Choke. Ist ein bisschen ungewohnt, ist aber eigentlich ganz gut, weil
Ich habe gemerkt, man macht ihn an, so, Bremse, E-Choke und dann halt anmachen. Und dann fährt man los. So, wenn er kalt ist, habe ich gemerkt, dann will er den wieder ausgehen. So, weil er halt irgendwie kalt ist. Wenn man dann aber den E-Choke drückt, ein paar Meter, oder halt immer wieder zwischendurch mal E-Choke gibt, dann läuft er super. Und wenn er dann warm ist, kein Problem. Also den manuellen Choke, das macht normalerweise immer ein E-Choke. Der hat aber noch einen manuellen Choke. An der Verkleidung, ja, die wurde irgendwie zu oft abgenommen. Die hebt. Hier sehe ich gerade, da fehlen Schrauben. Das sollte man mal wieder ordentlich drauf machen. Also Bremslicht geht auch. Haben wir versucht. Hier ist halt irgendwie blöd. Hier ist halt blöd. So, das hebt halt hier nicht wirklich. Auf der Seite auch nicht viel schöner. Ja, sowas passiert halt, wenn die Verkleidung öfters mal wegkommt und wieder hinkommt und wieder wegkommt und tisch. Also, schon. Ja, da gibt es halt ein bisschen optisch etwas aufzumodellieren. Aber so technisch funktioniert er super. Fährt sich sehr spritzig. Sagt man der Aerox oder die Aerox oder das Aerox? Eigentlich der Aerox, weil der Roller. Der Sitz ist auch in Ordnung. Ist ein bisschen dreckig und hat halt der Zahn der Zeit genagt. Die ist schmutzig. Aber das lässt sich schon sauber machen. Hebo, was jetzt hier Hebo ist, keine Ahnung. Ist auch aufgefallen, der hintere Stoßdämpfer quietscht ein bisschen beim Fahren. Aber generell hier quietscht es irgendwie. Und hier fehlen zwei Schräubchen. Da fehlt ein Schräubchen und da fehlt ein Schräubchen. Naja. Es quietscht wahrscheinlich, weil hier die Schrauben einfach fehlen. Deswegen nehme ich stark an. Aber Schrauben habe ich genug. Das sollte kein Problem sein. Ja gut, hier hat er Riss. Da ist so ein bisschen. Na gut. Als erstes muss ich natürlich schauen, wie ich das Helmfach mal aufkriege. Von unten ist da nicht mit dran kommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Aerox Videos angucken, dass ich so ein bisschen was über den Roller lerne. Was so seine Eigenheiten sind, was sind die Krankheiten, was muss ich als erstes mal kontrollieren. Er ist nicht angemeldet und unangemeldet möchte ich damit auch nicht fahren, weil er hat Originalzylinder. Er fährt eigentlich, ja, er beschleunigt halt sehr stark, aber also für einen 50 Kubik halt so, kann man sagen. Aber ansonsten, ist hier jetzt nicht, dass man sagen muss, ist gefährlich oder so. Ja, ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Für mich gibt es hier halt noch ein bisschen was zu gucken, zu schauen. Aber heute werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr viel dran machen. Ich habe gearbeitet, jetzt muss ich noch mit dem Bus fahren, mein Auto noch holen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir hier machen können. Ich bin jetzt halt auf die Kommentare auch gespannt, was ihr so sagt. Vor allem, wie ihr den Roller findet für 450 Euro. Ist das in Ordnung oder findet ihr es zu teuer? 11.000 Kilometer, zu viel, zu wenig? Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr da so von hält. Und ja, wie sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald, euer Infinito.